Jo, hallo und herzlich willkommen zurück. Jetzt sind wir noch weiterhin auf dem Weg und wollen uns unser neues Pferd schnappen, was wir da oben gefunden haben. Vorher noch diesen anderen Marker einmal mitnehmen. Sag mal, bist du bescheuert? Den da hinten hat er auch einfach umgebrettert. Sag mal, ist der nicht ganz sauber? Das gibt's doch gar nicht. Mein Pferd. Der wollte geradeaus, der hat mich hier voll auf. Was ist denn das für ein. Echt? Gibt's doch gar nicht. Was ein dummer Sack. So, du bist frei, du kannst gehen. Okay, da unten ist noch eine FND-Kiste. Ja, scheiß drauf. Ich möchte nicht nochmal da unten hin. Da muss man mich hier oben erst wieder hochkämpfen. Hochkraxeln. Nö, das hält mich. Jetzt sehe ich zu lange auf von meiner Planung. Wo ich da sonst ja auch immer mal gern gesegnet einen drauf scheiße. Aber irgendwann wollen wir immer weiterkommen, ne? Und nicht nach 50 Folgen dann hier irgendwann immer noch sitzen und wir haben nicht mal im Ansatz die Hälfte geschafft von dem, was wir in den Hauptmissionen hätten schaffen können. Also was der hier an Federn verliert, ne? Nach 10 Kilometern wird er federlos. Wie eine Mauser. Ein gerupfter Hahn. Ah ja, genau. Hier haben wir schon Hey, that's some einmal info. alles befreit. You Mal got gucken, was stress, wir hier Daddy? haben. Maybe you should visit Dr. Yanni Daulos. He can help you get your mind right. Okay. Dann laufen wir mal weiter. Habe ich den schon? Nein. Ein Strandbuggy. Sehr geil. So. Ja, der Hahn ist gerade nicht weggebackt. Ich musste mal einmal gerade bei mir Licht anmachen, damit ich vernünftig was sehe. Ach komm schon, ach komm schon, ach komm schon. Ach Mann. Was lässt denn der sich so extrem bescheiden dir steuern? Das gibt's doch gar nicht. Alter, warum lebt der denn nicht? Verdammt auch mal, wieso lenkt denn der nicht? Junge! Gibt's doch gar nicht. Der ist einfach nicht nach links gelenkt. Ah, jetzt hier alles nochmal komisch. Okay. Keine Ahnung, was da gerade los war. So, ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig, indem ich abgebogen bin. Ja, sieht gut aus, glaube ich. Oder? Ja, ne? No, what am I supposed to do? Teleport or something? Coño, sensitive, aren't you?
Der große Knall. Call you when I'm there. Ist das hier der große Knall, wo ich gerade bei bin? Wo ich hier gerade... Kann das sein? Ja, ich laufe hier mal einfach unbekümmert rum. Das Dumme ist, ich weiß nicht, was ich suchen soll. Finde die Waffenlieferung. Hellblauen Schiffscontainer. Okay. Ja. Dann suchen wir doch mal einen hellblauen Schiffscontainer. Warum nicht? Da ist er doch. Wahrscheinlich ist er das, ne? Einmal nachladen. Oh, okay. Ja, aber das kann es jetzt nicht gewesen sein, oder? Oder ist doch hellblau. Da vorne ist noch ein hellblauer. Ist auch eine Nachricht dran. Ja, toll. Und hier haben wir einen Kampfhund drin, wa? Ah. Oh ja, das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Container. Oh Gott, jetzt... Auf geht's. How did you get in there, boy? Alter. Du siehst hier aus wie Boomer. American. Nein, du bist Boomer. Alter. Da ist Boomer. Aus dem fünften Teil. Wie geil ist das denn? Ja, leck mich fett. Geil. Not yet. Geil! 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 Oh, geil! Boomer, der geilste Begleiter, den es jemals gab, ey. Boah, wie geil, ey. Da haben sie sich was einfallen lassen. Oh, Hörg, auch mal wieder im Gespräch. Geil! Ja, cool. Der sieht aus wie Boomer. Ist das geil. Ja, haben sie ihn wieder ins Gespräch gebracht, wa? So, jetzt mal da unten mitlesen. Was? Bum bum. Musst ihn abrichten, was? Ich mag meine Hunde wie meine Kriegemutter. Something tells me Bum Bum's got some fight in him already. Was ist Bum Bum? Bum Bum hier? Was Bum Bum hier? Bum Bum! Amigo! Ach nein! Echt jetzt? Wir haben Boomer dabei? Alter, dann ist meine Salami ja auch. Und ich habe mich so geärgert über diese olle Salami. Dieser olle kleine Dackel. Oh, Boomer. Oh, gucken sich einer an. Oh, ist, oh. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Good dog, good dog. Das ist Boomer. Ich werd bekloppt, ey. Ich werd bekloppt. Hammer. Und jetzt heißt er Bum Bum. Okay. Oh, ist das geil. Oh, wie geil. Oh, wie cool. Ey, ich freue mich total. Boah, ich freue mich total. Boomer war der geilste Begleiter schlechthin.
Jo. Oh, wie geil. Anzeiger, Pferd und ein dickes Fell. Oh, wie cool ist das denn? Ressourcen von 10 Leichen einsammeln. Oh, wie geil. Oh, Mann, ey. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Und ich war so enttäuscht, dass man mir diese kleine olle Salami auf Rädern dahin stellt. Oh, ist das cool. Oh, fuck, ist das geil. Good boy. Boah, ich bin gerade voll geflasht. Boah, wie geil. Ich bin voll happy gerade. Voll geil. Und ich hab's ganz am Anfang noch gesagt, ne? So in den ersten Folgen. Das ist einfach nicht mehr Far Cry ohne Boomer. Oh, wie geil. Im Ernst, ich finde das so geil. Ich finde das gerade richtig. Ja, ich hab grad voll das Grinsen im Gesicht, ey. Aber sowas von. Oh, ist das geil, ey. Der geilste Begleiter überhaupt in Far Cry. Boomer. Jetzt mal so von Cheeseburger und sowas abgesehen, ne? Oh, ist das geil. Hier ist unser Pferd. Echt? Jo. Alia, am machst du? Oh, wie cool, ey. Okay, Ich bin gerade echt geflasht. Das ist. Oh, wie geil. Oh, Boomer. Ja. Ah, oh, cool. Oh, das hätte ich dir noch übel genommen, wenn sie ihn echt komplett rausgenommen hätten. Ich bin echt. Boah, geil. Voll. Cool. Ich meine, jeder, der Teil 5 kennt, kann das, glaube ich, gar nicht nachvollziehen. Geil. Das ist das Zebra, ne? Was gar kein echtes Zebra ist, sondern einfach nur angemalt wurde, ne? Oh, das ist so cool, ey. Ich freue mich gerade echt tierisch, ey. Oh, geil. Geil. Voll cool. Ich freue mich total. Ah, da ist er. Ah, geil. Geil, ich bin gerade echt happy. Cool. Ich habe echt schon so ein bisschen, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch so ein bisschen habe ich schon Okay. leicht ein bisschen den Fun verloren. Time to free these Weil people. er echt so viel ausgemacht hat, ne? Humor. Und jetzt habe ich ihn wieder. Es ist einfach geil. Das macht mich gerade echt voll happy. Das ist richtig cool. Das ist mal richtig geil. Get out of here! No problem.
Oh, jetzt wollte ich das Ding gerade noch deaktivieren. Wo ist denn der Schlumpf? Da oben drauf. Oh, geil, ey. Ich fass es nicht. Echt. Mit Boomer, das ist mal gerade sowas von geil. Ich bin gerade echt happy. Bin ich wirklich. Das bin ich wirklich zweifelsohne. Mein liebster Charakter, den ich so als Begleiter hatte. Das ist noch gar nicht ehrlich. Oh, ich fasse es noch gar nicht. Boomer ist am Ende, am Boden. Okay. Der wird für mich immer Boomer bleiben. Egal, wie sie den ja auch umbenennen. Das ist einfach mein Boomer. Jetzt noch wüsste, wo genau er am Ende ist. Dann noch mal rum. Ah, jetzt hat mit Sicherheit mutig wieder im Kampf gestorben, ey. Hoffentlich hat er seine Charakterzüge wie in Teil 5. Mutig zum Feind und einfach drauf los. Total loyal. Dalia, I did what I could, but I didn't save him. Security cameras are all over this place. Ja, der hat's ja wirklich wie Tiere gehalten, ne? Wortwörtlich. Obwohl, so sollte man auch kein Tier halten. I'll look for the control. Uma, aufstehen! Scheiße, auf Bum Bum. Was ist denn das für ein Name, ey? Boris Becker oder was? Bum Bum Becker. Nee, nee, Leute. Nee, 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 nee. Du hältst mal jetzt schön die Backen da und du auch. Wo bist denn du? Du alte Natter. So. So. Nicht nach oben, ne? Fuck, ich komme nicht hoch. Ja, Alter, komm du noch ein bisschen runter hier. Dann habe ich dich gleich. Dann bist du gleich so am Arsch. Was?
wo aus bin ich denn hier drin gerade beschossen worden? Wo ist denn der Heli jetzt? Da hinten. Komm schon, das gibt's doch gar nicht. Trifft ihr denn gar nicht da oben? Doch jetzt. Ja, das mit den Abstürzen und so. Das habt ihr echt in Teil 5 auch besser hingekriegt, ne? Leute. Das war auch einfach schöner. So, und jetzt ist hier aber auch mal Ruhe im Karton, Mensch. Security Geese. Ja. Boomer ist einfach der Beste. Er ist einfach der Geilste. Oh, wenn er jetzt Boom heißt. Aber ist es Boomer? Ja. Einfach geil. Ich freue mich total. Ich freue mich total. Das ist so toll. Ehrlich, es ist so toll. Geil. Okay. Oh, hier können wir noch mal hacken. Okay, the footage. Komm schon. Gonio, the download isn't finished. Wo ist denn da jetzt Alarm ausgelöst worden? Hier, in your face. Genau, ja, es ist genau wie Boomer. Er läuft einfach los und greift an, tötet. Es ist so geil. Und lootet auch gleich. Es ist so geil. Ich liebe diesen Köter. Ich liebe diesen Hund. Es ist so geil. Sag mal, haust du noch einmal? Ich glaube, ich sage, okay. Ich glaube, es sage. Ja, ja. Ui. Da haben wir ein Ausrufezeichen. Aber das kann doch jetzt nicht das Zebra sein, ne? We're getting this footage. Nochmal zurück. Ja, dann weiß ich ja schon mal, wer mein dauerhafter Begleiter wird. Ich weiß gar nicht, was sie haben soll. Na gut, klar, natürlich. Es darf ja nicht Boomer sein, weil ich hier ein anderer Teil. Aber wenn ich dann doch schon Kirk wieder mit reinbringe, ne? Ach, wie hieß der Bekloppte gleich? Doch, ich glaube Kirk, ne?
ich jetzt gerade echt... Hörg! 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 Genau. Wenn ich Hörg schon wieder mit reinbringe, ich glaube, da macht es auch keinen Unterschied, ob ich jetzt sage, ob Hörg da jetzt Boomer mit in einer Truhe drin hatte, in dem Container, oder dann macht es nicht wirklich einen großen Unterschied. Wo ist denn der? Hurry up. Da hinten. Ja, und du willst mich doch auch foppen, ne? Ist er noch am Hacken? Ich glaube ja, ne? Gleich erstmal aus hier. Was ist hieran denn gerade so Hochsicherheitsbereich? Ich meine, bei der Tür. Ich komme hier nicht rein, weil der Idiot da liegt. Ach Leute. Ach komm. Also bitte. Dahlia, it's clear down here and I got the footage. Now I see why Clara likes you. Maria's not gonna be able to cover this shit up. Don't worry, we'll give Libertad some credit. Just do your thing, Dahlia. Okay, meet me at that shitty Anton statue by the front gates. This is worth it. You'll see. Am Pferd, wo wir gerade eben schon waren, ne? Ja, an der Statue, wo wir gerade eben schon waren. Okay, aber was hat es hiermit auf sich? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Puma! Du kleines Fellknäuel. Geil! Ja. Okay, also nochmal zurück hier. Komme ich hier rüber? Nein, aber hier, ne? Genau. Ja, aber hier ist doch kein Zebra. Also kein angemaltes Pferd. Kein Zebra. Dahlia, where the fuck are you? Look, it's Anton's fucking Zebra. Okay. Some paint. See, but it'll make me famous. Take a pic. Hurry up! Take the fucking picture! Be still! Mädchen, atme mal durch. Ja, du kannst gut mit Tieren, genau. Du kannst gut mit Tieren. Genau. Kannst du voll gut. Kannst du voll gut. Ja, geil. Jetzt haben wir das Zebra. Cool. Aber ich habe auch gehört, es gibt irgendwo ein Einhorn. Das man auch noch irgendwo finden kann. Genau wie in Teil 5 auch. Nee, was in 5? Nee, in Assassin's Creed war es das Einhorn, ne? Ja, okay. Damit haben wir auch die halbe Stunde schon so gut wie wir voll. Ich würde sagen, danke, dass ihr mit dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Gerne auch einen Kommentar. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr morgen Abend in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich würde sagen, bis dahin und ciao.